und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Und wir sind im Seeschrein. Ja, ich weiß, ich habe das Spiel wieder neu geladen. Okay, hier haben wir einen Schleimi und... Moment, was will ich weghaben? Den Bumerang. Und diesen Schleimi können wir... Oh, das ist gerade durch den Boden am Versickern und da kann ich noch die Flasche füllen mit rotem Schleim, der, ich glaube, 8 Herzen auffüllt. Sehr schön. So, der ein oder andere, der eine oder die andere oder whatever, wird sich jetzt wahrscheinlich fragen, oh, das ist ein Wasser-Dungeon. Und, hier ist eine Schatzruhe, sehr schön. Und ich musste tatsächlich Pfeile in mein Inventar stecken. Nein, ich musste tatsächlich ebenfalls ein bisschen mit den Knien schlottern. Hau das Ding kaputt, Link, danke. Ich musste tatsächlich selber Schinken kaufen. Nein, ich musste tatsächlich selber mit den Knien etwas schlottern, als ich diesen Dungeon hier das erste Mal betreten habe, weil die Wasserbomben so ein dickes, fettes Maul haben und Felsen aufessen können. Nein. Einfach, weil meine Erinnerung an einen gewissen Tempel aus Ocarina of Time wieder zurückgekehrt ist. Ihr wisst, welchen ich meine. Ihr wisst, welchen ich meine. Den Wassertempel. Und oh mein Gott. Ich habe nie einen Tempel erlebt, wo ich so lange festgesteckt habe, wie dieses Ding. Ich habe gehört, dank Yoshizu, Grüße an dieser Stelle, Yoshizu, dass sie das Design in Ocarina of Time, also in der 3DS-Fassung, ein bisschen umgebastelt haben, um die Reihenfolge ein bisschen besser auszukundschaften. So, diese Dinger hier kann man anderweitig kaputt machen. Dazu soll ich auch das richtige Item benutzen mit dem Bogen zusammen. Nein! Warum geht das nicht? Ganz einfach. Es ist eine unsichtbare Plot-Barriere drum. Das habe ich gerade eben versucht. Ja, ich weiß nicht warum. Man kann die Dinger erst nach dieser Sequenz runterschießen. Ja, in diesem Raum habe ich damals auch ein bisschen dran... Na, nicht wirklich, aber... Man muss ein bisschen... Nein! Ach Gott, was rede ich da gerade für einen Schwachsinn? Ich meine, mitten erzählt einem ja gerade hier, was man hier zu tun hat. Also warum soll ich da dran gesessen haben? Und bis ich herausgefunden habe, verdammt nochmal... Umbringen, danke. Verdammt nochmal, dass man die Dinger von der Decke holen kann. Naja. Mich würde freuen, wenn ihr vielleicht eure, wie soll ich sagen, Erfahrungen bezüglich des Ocarina of Time Wassertempels auf der Original, oh Gott, Konsole schildert. So. Es wird euch in diesem Tempel wahrscheinlich ein bisschen, ja, sauer aufstoßen. Aber ich werde hier jede gottverdammte Vase, an die ich rankomme, geh da hoch, Link, danke, werde ich zerteilen einfach. Oh, da hinten ist wieder eine. Attacker! Okay, man kann nicht dynamisch im Sprung irgendeine Attacke ausführen, finde ich schade. Einfach, weil sich dort drin teilweise Vermögen befinden können. Vermögen, Geld, Zaster, Heu, Heu, Heu? Moment, da fehlt irgendwas. Habe ich vergessen, einen runter zu böllern? Na, gucken wir doch mal. Nach oben, weiter noch. Hoffentlich kriege ich den von dir aus runter. Jawohl! Okay, dann habe ich doch tatsächlich eben von der anderen Seite vergessen, runterzuholen. Na egal, das habe ich in meinem Testrun nicht. Egal. Ja, ich habe diesen Tempel hier vorher in einem Testrun zumindest halb nochmal durchgespielt. Weil das hier ist, trotz dessen, dass er nicht so schwierig ist wie der alte Wassertempel aus Ocarina of Time und auch erst der der dritte Tempel ist oder der dritte Dungeon dieses Spiels, auch wenn das Spiel natürlich fast vorbei ist, wie soll ich sagen, hat er doch den einen oder anderen Twist, wo ich doch ein bisschen länger brauche, wenn ich mal nach längerer Zeit diesen Tempel wieder anpacke, da durchzukommen. Und was mir an diesem Tempel auch sehr gut gefällt ist, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Er hat so einen dicken zentralen Raum und ist daher vom Design so ähnlich wie der normale Wassertempel. Zack! Und nun! Moment, das ist doch so ein Echsengegner. Und diese Echsengegner waren noch in Ocarina of Time. Ja, viele Ocarina of Time-Referenzen bei mir. Waren doch Minibosse, oder? Jetzt zumindest in der Gronenhöhle, Mine, was auch immer. So, das ist der große Zentralraum, der noch ein paar wichtige Rollen in diesem Tempel oder diesem Dungeon-Design spielen wird. Was ich ziemlich gut finde. Ich meine, die einen oder anderen sagen, ey, das ist jetzt aber ziemlich abgekupfert von Ocarina of Time. Der hat auch so einen dicken Zentralraum. Aber nicht mit so einer Kamerafahrt. Nein. Ja, das stimmt schon, aber ich mag solche Zentralräume Dungeons. Vor allem dann,
wenn man in einem solchen Gebiet speichert und jedes Mal beim Laden wieder an den Anfang zurückgesetzt wird. Ja, so hat man zumindest, wenn man einen gewissen Teil erledigt hat und wieder zurück in diesen Raum muss, es nicht ganz so viel mit ganz so viel Ärger oder mit ganz so viel Backtracking zu tun. Ich könnte jetzt hier runterspringen, um mein Geld ein bisschen besser aufzubessern. Sage zu viel besser, ich bin halt auch ein Besserwisser. Aber das lasse ich mal brav bleiben. Immer schön Rubine droppen. Immer. Bin ich hier gerade oben oder bin ich im unteren Teil? Achso, das ist ohnehin die falsche Seite. Alles klar. Gut. Oder beziehungsweise schlecht. Mist. Zack. Ums. Rabanz. Shaddam. 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 Lieber Shaddam als Saddam. Sage ich lieber. So, machen wir die Truhe auf. Mach die Truhe auf. Bring die Pfeile raus in den Köcher. Und dann schieß ihr alles kaputt. Ja, nicht ganz. So, der Twist ist, an diesem Raum, an diesen Schaltern, kann man diese Treppe hier bewegen. Ich hoffe, ich habe gerade auch den richtigen Schalter betätigt. Ich muss mir jetzt hier den Weg zusammenbasteln. Ich bin gerade überlegen. Ja, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ich muss nämlich... nein, Quatsch. Ich muss nicht zuerst hier oben. Ich muss erstmal auf die linke Seite. Das weiß ich noch. Aber hier oben ist leider dicht. Verdammt. Aber dafür haben wir hier eine alte Bekannte. Koko! Oh, endlich draußen. Ach, der nette Junge mal von neulich. Schön zu dich, schön dich zu sehen. Halten wir noch schön gemeinsam. Wollen wir uns nun schon wieder getroffen haben? Geh mir einfach mal schnell raus, mit jederzeit. Du hast Tante wieder geworfen. Mit der kommst du ganz schnell raus. Wieder rein. Treffe mich, treffe mich. Immer ruhig. Ruhig. Gäbe es doch nur einen Weg, da hinten hinzukommen. Da ist übrigens... man konnte es eben an der Videosequenz sehen, dass da in der Mitte was ist, wo noch was ist. Aber naja. Wollen wir Schwert raus, hauen, zerteilen. Sehr schön. So macht man das auch beim Kochen. Messer raus, hauen, zerteilen. War das jetzt diejenige? Nein, das ist immer noch die falsche Seite. Okay, da ist auch nichts. Verschwende wieder eure Zeit. Aber das seid ihr ja gewohnt. Mal gespannt, wie viele Parts ich brauche, um... was wollte ich jetzt sagen? Wie viele Parts ich brauche, um diesen Dungeon zu beenden? So, hier haben wir nochmal... sehr schön, eine blaue Rubin. Ein blauer Rubinio. Ah. Und eine Schatztruhe. Oh, komm, was ist da drin? Herzteil. Futter für die Tante. Yay, eine Papierpampers. Damit können wir Links Anzug ausstaffieren, weil er hat kein Loch hinten, um gewisse Geschäfte zu erledigen. So, jetzt können wir hier entlang... Oh Gott. Diese Viecher haben sie doch eindeutig aus Link's Awakening raus extrahiert, oder? Ach Gott, ich mach die ganz gerne so platt. An dieser Stelle wäre es sicherlich interessant, ein Quiz zu starten für all diejenigen, die Zelda noch nicht so gut kennen. Wir sind hier in einem Wasserdungeon und traditionsgemäß, auch wenn sie das hier mit dem Bogen etwas verkackt haben, haben die Zelda-Dungeons, die Zelda-Wasser-Dungeons traditionell ein ganz bestimmtes Item oder Dungeon-Item, was man bekommen kann. Und ihr dürft jetzt erstmal raten, oder für diejenigen, die es nicht wissen, was das ist. Kleiner Tipp vielleicht noch, dieses Item hat seinen Einstand gemacht in Zelda 3, auch genannt Link's Awakening. Nein. Link's verdammter Path to the... irgendwas, nein. Link to the Past, mein Gott. Wie konnte es sein, dass mir dieser Name nicht mehr einfällt? Blasphemie. Verdammt nochmal, ich habe gerade Fehler gemacht. So, gucken wir mal. Hier oben sind nämlich... Oh, Stalag... Ich kann mir nie merken, ob das Stalaktiten oder Stalagmiten sind. Sag mal, Stalaktiten... Sag mal, wenn sie von meiner Schwerkraft betroffen sind, sind die Titen, hängen sie auch runter. Von daher sage ich einfach mal, Stalaktiten. Bums! Au! Doch nicht dieser Bums. Nein! Töten! Kaputter machen! So. Hier war aber, glaube ich, noch einer irgendwo. Ich gucke mal, ob ich den von hier unten... Aha! So, zack! Komme ich damit irgendwo... Achso, der macht nur den Weg frei. Aha! So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich den Weg hier... nach oben nehmen kann oder den ganzen bekloppten Weg zurückklettern muss. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nach oben, bitte. So, und hier bekommen wir... Herpes! Nein, einen kleinen Schlüssel. So, jetzt haben wir den Schlüssel, den wir brauchen, um weiterzukommen. Aber... Nach oben, bitte. Danke. Da muss ich nicht zu viel klettern. Moment, da hinten... Na, das machen wir anders.
Wo ist denn mein Boomerang? Mein kleiner Boomerang. Holt andauernd die Karaffen an. Mir. Hä? Was ist mit dem Ding passiert? Ich nicht verstehen. Normalerweise. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Als ich das letzte Mal gemacht habe, hat der Boomerang die Karaffe oder die Vase direkt auf meine Handflächen transportiert und ich konnte sie zerdeppern. Sauerei, da war nämlich Geld drin. Und da komme ich dahin wieder. Hier gab es doch auch irgendeine Schatztruhe oder sehe ich das? Das tut mir jetzt so sehr. Irgendwie eine mit nichts Wichtiges drin, aber nun gut, irre ich mich halt. Oder? Ah, ich spring einfach mal hier runter, guck hier nochmal nach. Kann da hochklettern, mal wieder. Rausholen, zack, zerteilen, sehr schön. Zwiebelschälen! Aha, ich mag's lieber, die mit so einer Sprungattacke kaputt zu machen, weil ich dann nur einen Treffer brauche, anstatt vier oder so im normalen Nahkampf. Naja gut, irre ich mich vielleicht, weil ja keine Schatztruhe, sonst wenn eine Schatztruhe war, so wäre die Schatztruhe ganz egal gewesen, weil ich nicht eine Schatztruhe im Spiel holen will, weil es viel zu viel Arbeit wäre und ich mich ja viel zu viel daran erinnern müsste und deswegen wird das insgesamt nicht unbedingt 100% dran, aber dann müssen wir jetzt klar mitkommen. Alles kapiert? Danke. Gut, also nochmal in Kürze. Wenn ihr wollt, dass ich alle Schatztruhen einsammle, verklagt mich doch. Okay, da wir jetzt den Schlüssel haben, können wir... Ach du Scheiße, ist das schon spät. Oh, ich habe gedacht, ich käme in diesem Video vielleicht ein bisschen weiter, aber nein. Na gut, vielleicht mache ich 20 Minuten Video draus. Ihr könnt mir vielleicht... Ja gut, ich habe schon viel zu oft nachgefragt, ob ich vielleicht, wie ihr zu längeren Videos steht, aber... Nun gut. So, da wir jetzt wieder hier sind, sind die Pötte wieder frei und ich kann mehr Geld einsammeln. Na, ja. Ich meine, ich könnte das jetzt hier... Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich wieder ein bisschen umswitchen muss, damit ich an die andere Seite rankomme. Aber das können wir ja jetzt gerade mal angucken. Nein, die stehen auf der anderen Seite. So ein verdammter Mist. Gäbe es doch nur eine Möglichkeit, hier teilweise etwas abzukürzen. Das wäre mir sehr geholfen. Gott, ich kann... Aha! Sehr gut. Hier oben ist es ziemlich barrierefrei. Ich mag barrierefreie Sachen. Dass ich einfach hier durchlaufen kann. Um endlich den oberen Weg zu nehmen, weil mir jetzt der Schlüssel nicht mehr fällt. Ich hätte gebrauchte können. Vorher hätte gebrauchte können, ja. Meine Artikulation ist wieder mal umwerfen. So, ich kann aber auch einfach so machen und so, dann dreht er sich um und dann dreht er sich wieder um und dann kann er einfach weitergehen. Die droppen ja eh so gut wie nie was, was man braucht, also kann ich sie auch auslassen. Ein bisschen Zeitverschwendung, aber das hat er ja vorgewollt von mir. Okay, Anki, so. Ich glaube, der da ist egal, oder? Den. Hey! Mein Gott, nochmal sind die aber penibel geworden. 1, 2, 3. Sag ich doch, 4 Angriffe. So, zerplatze, danke. Nur Gegner sind gut, die auch gut zerplatzen. Yay! Pfeile! So, und daran erkennt man. Gegner von oben? Nein. Daran erkennt man, wo man braucht seine Bomben. Nein, das auch. Wo man braucht Bombenpfeile. Bomben und Pfeile. Direkt hier im Raum. Ist ja auch gutes Design, aber irgendwie kann man leicht dran erkennen, wann man sowas einsetzen muss. Ne, finde ich ein bisschen schade gemacht oder ein bisschen blöd. Naja, was heißt nicht blöd, aber... Nah. Ich meine, ich hatte die Diskussion schon mal in meinem Zelda 1 Let's Play und da haben alle gesagt, nee, lass mal so, wie es ist, ne, das ist so besser. Lieber so als irgendwie Bogen, ne, und Bomben mit unendlich Munition, ne, das passt ja mal gar nicht hier. Oh, das ist in einem Fantasy-Spiel, nee, du, das würde so voll den Realismus nicht mehr abdecken. Oh, so. Drehen. Verdammt, ich bin viel zu weit gelaufen. Ich möchte an diesen Schalter ranspringen. So, sehr gut. Damit dann machen wir die Tür unten auf, durch die wir vorher nicht durchgehen konnten. Gut, ich könnte hier schon mal weitergehen, aber nein. Ich brauche an dieser Stelle etwas anderes, was ich vorher holen muss. So, okay. Mehr Vasen. Einmal eine schöne Runde. Es darf auch ein bisschen mehr sein, wie die Fleischwaren-Fachverkäuferin sagen würde. Würde sie mich fragen, hatte ich dort etwas Metzgeralflaschenware. Nein, wieso sage ich wegen Untergrundgegner. Fangstoß, Zang. Der Fangstoß ist viel zu spät in solchen Spielen eingeführt worden. Immer wieder schön, wenn die Gegner am Boden liegen, zing durchs Herz. Oder bei Link irgendwie, keine Ahnung, er ist irgendwie mehr sub-südlich... körperlich interessiert, habe ich das Gefühl. So, noch mehr Waffen, viel mehr Waffen. Und, nein, nicht Raven Knight, das ist der Bruder von Raven Knight, der Fleder Knight. Oder so ähnlich. Ja, nicht ganz. Oh, nehmen. Danke. Wuhu!
muss die Fledermaus gedroppt haben, oder ich habe es nicht gesehen, dass es aus einer der Vasen rausgekommen ist. Oh, ach du Scheiße, ich bin schon bei 15 Minuten. Egal, es sind 20 Minuten. 20 Minuten Video. Ich habe da noch nichts erreicht hier. Wenn ich jetzt das Video aufhören würde, dann müsste ich den ganzen Weg für die nächste... Och du Shit. Zack. Und oh. Und oh mein da. Und Sonderbogen. Ihr könnt mir ja gerne mal verraten, wie ihr meine Geräuschkulisse hier findet. So, Schlüssel ist eingesammelt. Da ist ein schönes großes Rad. Ich mag schöne große Räder. Da können wir gleich Riesenrad drauf fahren. Zumindest, wenn wir so weit sind, wie wir so weit sind. So. Da. Zacko. Gut. Den Weg wieder zurück. Leider Gottes werden die, oder respawnen die Vasen nicht immer hier lang gehen. Und ja, jetzt können wir hier weiter. Ja, ich verschwende einen Pfeil, ist mir egal. Ich mag Bombenpfeile. Das geht schneller, als würde ich keine Bombenpfeile nehmen und dafür Bomben nehmen. So. Bum. Na ja, Knubbel hier. Na, so, lasst mich in Ruhe. So, zack. Und hinter ihn, haha. Hinter ihn, haha. Sehr langsam mal tot, haha. Aua. Herz. So, ich muss mich rächen. Ich bin ein Mann. Ich muss mich rächen. Zack. Und Wumms. Na. Zack. Na, zu hart. Summer. Ach, was soll's. Ich hab mich an dir gerecht. Hab dir Kopfschmerzen bereitet. Zu viele Töne. Schrille. Oder so ähnlich. So. Durch diese Tür hätten wir vorher auch gekonnt. Aber dann wäre hier eine große Blubberblase. Was ist mit den Gegnerdesignern los? Was soll das? Naja, einfaches Business. Dieses komische Viech. Weiß nicht, ob man auch stattdessen die Schleuder benutzen kann. Aber er droppt wenigstens einen schönen blauen Rubin. Yay! Okay, Zeit habe ich noch. Aber auch wenn nicht mehr viel. Aber dann haben wir vielleicht unser Business an dieser Seite hier erledigt. Gäbe es doch nur einen Weg, da ranzukommen. Naja. Okay, hier gibt's wieder Vasen und Vasen haben bei mir oberste Priorität. Wo ist denn der Blaue hin? Ist der Blaue runtergefallen? Nein, muss ohnehin runter. Kann ich mal gucken, ob der Blaue hier unten irgendwo... Nein, nicht. Was für Verschwendung, oder habe ich den eingesackt? Ich weiß es nicht. Gut, noch mehr Vasen, mehr Rubine. Boah, was für Reichtümer ich hier anhäufe. Halleluja. Das wäre doch in der Tat... Ich mach das kurz mal offscreen. Ich kletter jetzt hier hoch und dann gehe ich nochmal durch den Raum zurück und nochmal hier hin und guck, ob die Sachen nochmal da drin sind. Dann könnte man hier mich gut farmen. Mache ich nicht, aber das wäre für euch vielleicht von Interesse, oder? Ach, was soll's. Nein, dann hätte ich die andere Seite hochklettern müssen. Das ist mir jetzt zeitlich zu aufwendig. Ne? Lassen wir bleiben. Ihr könnt ja mal ausprobieren. Wäre bestimmt eine super Sache. Sind ja ordentlich viele Rubine. Mir fehlt in den 3D-Zeldas ohnehin so ein bisschen. Ach, wobei, nee. Stimmt gar nicht. In 3D-Zelda ist noch nicht mal. In A Link to the Past gab es eine sehr, sehr tolle Stelle, wo man Rubine farmen konnte. Da in der Wüste, ihr wisst, wo man diesen Riesenfelsen hochheben konnte. Wo so ein Dieb war, der einem irgendwie einen Tipp verkauft hat oder was das oder gegeben hat. Wo diese ganz vielen Pötte waren. Unter jedem Pott ist ein blauer Rubin. Einfach raus aus der Höhle und wieder rein aus der Höhle. Wieder die Pötte aufheben und gut ist. Und in Ocarina of Time, dieses erste Gebäude in Hyrule Stadt. Auch wieder viele Pötte. Natürlich in der Vergangenheit oder Gegenwart oder je nachdem, wo man den Blickwinkel hat, sage ich jetzt. Gut. Ich frage mich ja, was diese komischen Bull-Eyes oder sowas hier zu sagen haben. Na egal, hier haben wir eine neue Schatztruhe. Mit mehr Bomben. Yay. Mehr Bomben. Oh, nicht runterspringen, bitte. Nicht runterspringen. Oh, da ist eine Schatztruhe. Gäbe es doch nur eine Möglichkeit, da ranzukommen. Merkt euch die Schatztruhe. Ich werde es eventuell offscreen machen, wenn ich tatsächlich mal ran kann. Was natürlich jetzt dann... Man kann jetzt nicht ran. Das erfordert Backtracking. Und ich werde es dann einfach eventuell offscreen machen. Sind nur Rubine drin, so viel sei gesagt. Ist so ein bisschen das Problem von Zelda, dass entweder was Gutes drin ist, also Herzteile, aber abgesehen von Herzteilen, nicht viele gute Items es irgendwie für random Schatztruhen gibt. Oder gibt es ja eigentlich nur Rubine? Na egal. Super Mario 64 Abfahrt. Gibt es doch hier nur ein Minispiel, was so ähnlich funktioniert. Naja, gibt's aber leider nicht. So, da wir das Wasser hier jetzt... Hallo, Kamera! Da wir das Wasser jetzt hier wieder haben aktivieren können, können wir diesen Mittelpunkt hier erreichen und an diesen Schalter springen. Na durch, öffnen wir Schleuse Nummer 1 und das Wasser beginnt zu fließen. Yay! Gut. Da das Wasser jetzt fließt, können wir tatsächlich... Autsch!
können wir im Mittelraum etwas, etwas weiter fortfahren. Soll ich das offscreen erledigen, dahin rennen? Ach nee, was soll's. Wir könnten jetzt auch unter dieses Wasserrad. Zack, Rums. Wir könnten jetzt auch unter das Wasser. Ach du liebe Güte, jetzt sind wir schon mal 20 Minuten. Auch da unter das Wasserrad durch. Aber das ist der falsche Weg. Ich muss durch den Mittelgang, weil hier komme ich nicht weiter. Doch, was erwartet uns jetzt im Mittelraum? Und was können wir mit dem, angefangenen Wasserlauf hier erreichen in diesem weiteren Vorgehen? Erfahren wir es in der nächsten Kampf- und Action-geladenen Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Destroy the... Was war das auf Englisch? The Port. Sag einfach mal, The Port. Und nicht den Pot, sondern den Pot. So, das hier wollte ich noch zeigen, weil dadurch, dass wir jetzt das Wasser haben ans Laufen gebracht, gibt es Mechanik, die sich bewegt. So, und dann sehe ich euch das nächste Mal im Mittelraum wieder. Ciao.